Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute will ich euch gerne dieses Fotobuch vorstellen, welches ich bei Saal Digital habe drucken lassen. Bei Saal Digital habe ich bereits schon mal Fotobücher drucken lassen. Das waren dann mehr so diese Standardfotobücher, wo ich auch sehr zufrieden mit war. Aber dort gibt es ja noch die Professional Line. Die Professional Line zeichnet sich dadurch aus, dass jedes Buch handgefertigt wird und dass man auswählen kann zwischen verschiedenen hochwertigen Materialien. Ich hatte das Glück, einen Gutschein zu gewinnen bei einem Gewinnspiel. Den habe ich eingelöst. Als Gegenleistung wird dann erwartet, dass man einen ehrlichen Testbericht abliefert. Das möchte ich jetzt hiermit tun. Ich in meinem Fall habe mich für einen Ledereinband entschieden, in Schieferoptik und einer Acrylglas-Cover vorne drauf. Das sieht alles recht edel aus. Ich habe mich entschieden für das Format 30x30, einem quadratischen Format, was ich ganz praktisch fand, weil ich wollte hier ein Fotobuch machen, wo ich alle oder zumindest ein Großteil aller Porträtaufnahmen, die ich jemals gemacht habe, von 2001 an bis jetzt 2020, schön zusammengefasst in ein Buch habe. Und ein quadratisches Format bietet sich einfach gut an, weil man sowohl Hochkant- als auch Querformatbilder gut reinbringen kann. Entweder mit einem Rand, wo man noch eine Beschriftung reinfügt, mit Datum oder welche Person es sich handelt oder anderen Informationen. Oder man zoomt ein Bild so weit auf, dass es die komplette quadratische Seite ausfüllt. Man hat da verschiedene Möglichkeiten. Saal Digital bietet eine Software an, mit der man die Bücher gestalten kann. Die Software ist sehr umfangreich, aber man findet sich relativ schnell zurecht. Ich kannte diese Software schon von den ersten Fotobüchern, die ich früher gemacht hatte. Sie ist sehr innovativ und bedienerfreundlich und man hat wirklich tonnenweise Möglichkeiten, die Bücher zu gestalten, wie man die Bilder arrangiert, welche Hintergründe man verwendet. Da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Farben, Muster oder auch Bilder, die als Hintergründe verwendet werden. Man kann Texte, Grafiken einfügen. Also das ist wirklich super durchdacht und super vielseitig. Man muss sich natürlich ein bisschen damit beschäftigen, aber ich denke, man kommt relativ schnell gut zurecht. Was ich toll fand, war die Möglichkeit, dass man im Nachhinein sein Projekt noch verändern kann. Ich wusste vorher nicht genau, wie viele Seiten ich brauche. Ich hatte erst 80 Seiten angegeben und dann hatte ich gemerkt, oh, ich komme mit den 80 Seiten gar nicht aus. Ich habe dann auf 100 erhöht und dann nochmal auf 120 Seiten. Das heißt, man kann sein Projekt nachträglich noch Seiten hinzufügen oder welche wieder wegnehmen, ohne wieder komplett von vorne ein neues Projekt anfangen zu müssen. Das fand ich dann sehr praktisch. Zu der Qualität kann ich nur sagen, ich bin super begeistert. Also die optische Gesamterscheinung sieht einfach sehr edel und hochwertig aus. Man kann wählen zwischen mattem Papier und glänzendem Fotopapier. Ich habe mich für mattes Fotopapier entschieden, weil es einfach meinem persönlichen Geschmack entspricht. Man hat früher immer Fotos auf glänzendem Fotopapier ausdrucken lassen. Wenn man dann mattes Fotopapier sieht, dann sieht es halt irgendwie wertiger aus und man hat nicht so viele störende Reflexionen wie bei glänzendem Fotopapier. Aber das ist natürlich eine Frage des Geschmacks. Ich hatte, wie gesagt, mich für ein quadratisches Buch entschieden. Es gibt aber auch Formate in Hochformat oder Längsformat in verschiedenen Größen. Je nachdem, ob man jetzt Architektur oder Landschaft hat, kann man sagen, okay, ich finde ein anderes Format interessanter. Kritikpunkt, weniger ein Verbesserungsvorschlag, den ich jetzt vielleicht noch hätte, wäre also bei quadratischen Formaten bei 30x30 cm Schluss. Ich hätte mich jetzt auch gefreut über 40x40 oder 45x45, also wie so eine richtig große traditionelle Fotomappe. Klar würde das den Preis dann nochmal hochtreiben, aber das ist ja dann auch ein Buch, was man jetzt nicht jeden Monat halt produzieren lässt. Generell ist die Professional Line natürlich teurer als normale Fotobücher, aber der Preis ist es auch wirklich wert. Man muss natürlich dann selber für sich entscheiden, was möchte man, wenn man jetzt ein ganz besonderes Ereignis hat, wie eine Hochzeit oder der Urlaub, auf den man sein ganzes Leben gewartet hat. Das ist natürlich dann so ein Anlass, wo man sagen würde, okay, da lohnt sich wirklich ein Buch der Professional Line zu nehmen. Ich bin alles in allem sehr zufrieden, sehr glücklich damit. Auch jedem, den ich es bisher gezeigt habe, war total begeistert. Also es kommt wirklich gut an, es ist ein Hingucker. Ich werde mir sicherlich nicht jede Woche ein Buch der Professional Line bestellen, aber es wird definitiv nicht das letzte gewesen sein. Ich hoffe, mein Video war für euch hilfreich. Ihr könnt gerne Kommentare hinterlassen und einen Daumen nach oben oder vielleicht nach unten, wenn ihr wollt. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Marc.